Hallo Herr Topmüller, wie geht's Ihnen? Hallo, ja, danke, alles in Ordnung. Ja, Düdelingen hat für das erste Mal in der Vereinsgeschichte ein internationales Wettbewerb erreicht. Ist das das größte Erfolg Ihrer jungen Trainerkarriere? Ja, ich denke schon. Also wir haben jetzt hier zwei Meisterschaften zuletzt gefeiert in den letzten 2 Jahren. Das ist mit Sicherheit auch für mich sehr bedeutend gewesen. Allerdings muss man jetzt schon sagen, dass dieser Einzug in die Gruppenphase von der Europa League was ganz Besonderes ist, weil wir die erste Mannschaft sind aus Luxemburg, die sowas geschafft hat. Ja, und dann auch gegen diese Mannschaften dann zu spielen, auf die wir dann jetzt treffen werden, ist natürlich dann auch schon ein Traum, ja. War es ein Saisonziel oder etwas, wo man sagt, ja, probieren wir was? Ja, es war eher eine Vision, ne? Als ein Ziel, ein realistisches Ziel. Aber wir haben hart dafür gearbeitet. Wir haben auch die ein oder andere Enttäuschung wegstecken müssen in den letzten 2 Jahren international. Und ja, dieses Jahr hat es funktioniert und da sind wir stolz drauf. Und in der Gruppe hat Düdlingen der AC Mailand, Betis Sevilla und Olympiakos. Auf welcher Gegner freust du dich jetzt am meisten? Ich denke, dass alle drei Gegner vom Namen her sensationell sind. Vielleicht die interessanteste Gruppe überhaupt in der Europa League. Aber klar, AC Mailand ist natürlich die Hausnummer schlechthin, ja. Und auf welche Spieler freust du dich am meisten vom AC Mailand? Es ist gar nicht mal so, dass jetzt da irgendwelche Spieler so interessant werden. Die haben natürlich viele Top-Spieler in ihren Reihen, aber insgesamt einfach auf diesen Club zu treffen, das ist ja im Prinzip ein Mythos, den man da kennenlernen wird, auch dann im San Siro-Stadion zu spielen, ja, das ist schon außergewöhnlich. Was denkst du über Ivan Gennaro Gattuso, der Trainer? Ja, Gattuso war natürlich immer ein Spieler, der polarisiert hat, hat viele Titel gewonnen, selbst auch ihm ab und an mal zugejubelt, nicht jetzt für Italien, sondern für AC Mailand. Ich war früher auch großer AC Mailand-Fan, da auch in den Champions League Finals, die sie da gespielt haben, die Daumen gedrückt und da habe ich mich schon gefreut, dass das AC dann schon in dieser Zeit, Anfang der 2000er Jahre, den internationalen Fußball da auch teilweise dominiert hat. Es ist natürlich nicht einfach im San Siro zu spielen. Was wirst du deinen Spielern vor dem Spiel sagen, wenn 70 oder 80.000 Fans Ja, was ich denen vor dem Spiel sagen werde, das weiß ich jetzt auch noch nicht so genau, aber im Endeffekt geht es natürlich auch darum, diese Spiele irgendwo zu genießen. Das haben wir uns hart erarbeitet. Dass wir jetzt da auf solche Gegner in Pflichtspielen treffen, das ist schon traumhaft. Aber klar ist auch, dass wir uns gut verkaufen wollen gegen solche Teams und wollen auch zeigen, dass wir Fußball spielen können. Auch wenn wir wissen, dass die Spieler vom AC das schon ein bisschen besser können, aber trotzdem freuen wir uns auf die Spiele. Ja. Und ja, der AC Mailand, Olympiakos und Betis Sevilla sind natürlich Favorit, um das Weiterkommen. Hofft Düdlingen auf ein anderes Wunder oder ist dabei sein alles? Ja, ich denke, das sollte schon das Motto sein, ne? Für uns. Dabei sein ist jetzt alles, gerade wenn man die Gruppe sieht, dass es da schon schwierig wird, Punkte zu holen. Aber wir werden versuchen, in jedem Spiel das Maximum rauszuholen und wenn dann der ein oder andere Punkt dabei rauskommt, da wären wir schon froh. Aber wie gesagt, Gewinnen ist jetzt auch nicht verboten. Und die letzten zwei Fragen, ist Düdlingen für Sie ein Sprungbrett und möchten Sie eines Tages vielleicht wie Ihr Vater in der Bundesliga trainieren? Ja, also ich weiß nicht, was nächste Saison ist, aber im Endeffekt ist es für mich jetzt nicht so, dass ich sage, das ist ein Sprungbrett für mich, sondern im Fußball kann es immer schnell gehen, es kann schnell nach oben gehen, es kann auch schnell nach unten gehen. Deswegen, was wir jetzt erreicht haben, das ist einfach wundervoll, das ist zum Genießen. Aber jetzt ist aber auch wieder harte Arbeit angesagt. Die nächsten Spiele warten, die Ligaspiele warten, die internationalen Spiele warten, wo die Herausforderungen riesengroß sind. Und von daher gibt es da gar nicht irgendwelche großartigen Gedanken, was die Zukunft jetzt betrifft, sondern ich versuche diese Saison das Maximale herauszuholen, was möglich ist. Dafür arbeite ich. Und was danach kommt, das wird man sehen. Lieber Meister werden oder die zweite Runde der Europa League erreichen? Ja, also ich denke, Meisterschaft ist schon das oberste Ziel für uns, aber das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Ihr Vater gegen Milan, Olympiakos und Betis im José Bartel sein? Ja, der war jetzt die Spiele auch eigentlich alle schauen, auch die Spiele, wo wir auswärts gespielt haben und ist jetzt mit Sicherheit da auch live vor Ort, ja. War Klaus die größte Inspiration für Sie oder haben Sie als junger Kerl vielleicht andere Trainer bemocht? Ja, es ist halt immer so ein speziell, dann, wenn der Vater selber Trainer ist. Man ist ja auch irgendwann mal in einem Alter, wo man sich auch ein bisschen abnabeln möchte. Und von daher
Ja, natürlich hat man viel mitgenommen, aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist die größte Inspiration oder sowas, sondern man versucht von vielen, vielen Spielern sich früher was abzuschauen. Jetzt versucht man sich von vielen Trainern irgendwelche Dinge rauszufiltern, die einem gut gefallen. Aber im Endeffekt geht ja jeder seinen eigenen Weg und den bin ich bis jetzt gegangen und hoffen wir, dass er weiter so erfolgreich geht.